Liebe Hasbergerinnen, liebe Hasberger, herzlich willkommen zu HüggelTV, Hallo Hasbergen, Ausgabe Nummer 51. Und zu Gast heute Claudia Henning-Lücke, Kita-Leiterin im Gaster Zauberhaus. Herzlich willkommen, Frau Henning-Lücke. Ja, vielen Dank. Bevor wir zu den wirklich spannenden Fragen kommen, die sich im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung stellen, vor allem für die Eltern stellen, aber natürlich auch für die Betreuerinnen und Betreuer stellen, komme ich eben zu zwei kleinen Nachrichten. Eine sehr positive: Hannover hat uns mitgeteilt, wir haben vor wenigen Tagen die Information bekommen, dass wir weitere 100.000 Euro für unsere Mitte entsprechend als Förderung bekommen. Die haben wir genauso beantragt. Die Förderkulisse ist ein bisschen kompliziert, kann man hier nicht so darstellen. Aber wenn man das Beantragte bekommt, ist es immer ganz erfreulich in den jetzigen Zeiten, diese 100.000 Euro, die hier für Hasbergen da sind. Ja, und einige Fragen sind natürlich schon gekommen. Wird die Feuerwehr jetzt plötzlich schon gebaut? Das habe ich auf Facebook gelesen. Ja, es werden die ersten Erdarbeiten entsprechend durchgeführt. Der Spatenstich, das habe ich an dieser Stelle schon mal gesagt, erfolgt dann in wenigen Tagen. Und dann geht es auch ja, recht zügig wahrscheinlich weiter, denn die Ausschreibungen und die Vergaben sind da teilweise erfolgt. Das läuft ganz gut. Ja, Frau Henning-Lücke, stellen Sie sich doch erstmal gerne vor denjenigen, die Sie noch nicht kennen. Ja, ich heiße Claudia Henning-Lücke, wohne seit Dezember 97 hier in Hasbergen. Seit 2002 bin ich in der Kita Gaster Zauberhaus tätig, zunächst als Erzieherin und seit April 2006 habe ich dann dort die Leitung übernommen. Ja, die Kita ist gewachsen, seitdem ich sie leite, von einer Einrichtung mit zwei Häusern, dem Kindergarten mit 71 Kindern und der Krippe mit 30 Kindern, also insgesamt 101 Kindern. Und die Kita wird in diesem Jahr 50 Jahre alt, hätte somit eigentlich Jubiläum gehabt, aber das ist natürlich aufgrund der Corona-Pandemie jetzt, musste verschoben werden. Da werden wir uns Gedanken machen, wie wir das in irgendeiner Form dann wieder nochmal aufleben lassen können. Ja, da hatte sich ja, das habe ich auch so erfahren, vor 50 Jahren, und das ist ja wirklich schon eine ganze Weile her, das war ja dann 1970 im Jahr der Gebietsreform oder kurz vor der Gebietsreform. Da war das noch Gast, war noch eigenständig und da haben sich Klaus und Malu Dreier ja auch sehr verdient gemacht um die Einrichtung seinerzeit. Was wär denn da passiert? Was hätte da stattgefunden? Was hätte stattgefunden? Wir hätten in der Woche vom 25. bis 29. Mai eine Zirkusprojektwoche gehabt in der Gaster Turnhalle mit Zirkus-Workshops und am Ende, eben halt an dem Freitag, den 29., hätten wir dann eben halt zwei Vorführungen gehabt, die so leider nicht stattfinden konnten. Also wären die Gaster-Festtage dann nochmal richtig verlängert worden? Theoretisch ja kann man so sagen, aber die Gaster-Festtage hätten natürlich ihren Platz gehabt. Genau. Und die Woche drauf hätten wir dann eben halt unser Fest gehabt. Die Woche drauf, man hätte fast bis zum Weinfest durchgefeiert. Ja, wie schön wäre das gewesen, es hat nicht sollen sein. An dieser Stelle. Ja, gerade im Kinderbetreuungsbereich hat man ja festgestellt, dass dieser Druck ganz besonders groß war von den Eltern. Wir haben es hier wahrgenommen, sie haben es entsprechend wahrgenommen. Plötzlich hieß es ist überhaupt nichts mehr. Es war verhältnismäßig lange überhaupt gar nichts. Wie lange war die Zeit? Es waren 6 Wochen, die komplett ausfielen ungefähr? Also am Freitag, den 13.03. haben wir ja davon erfahren, nach der Pressemitteilung. Sodass die Eltern ganz schnell eben halt in einem Brief informiert werden mussten. Und dann war ab dem Montag, den 16.03. erstmal gar nichts. Wir haben, ich glaube, nach 2 Wochen erstmal nur für ein Kind eine Notbetreuung gehabt. Und dann ist das eben halt, hat sich das langsam so weiterentwickelt. Wo man wirklich sagen muss, im Nachhinein können wir froh sein, das Wetter war gut. Und die Eltern haben auch zurückgemeldet, dass sie alle eben halt froh darüber sind, dass sie in einem Haus oder in einer Wohnung mit Garten oder so eben halt wohnen, sodass wir da sicherlich auch ganz glückliche Rahmenbedingungen vorgefunden haben oder auch die Eltern. Ja, genau. Und da auch erstmal so mitgegangen sind. Also das war schon ein enormer Druck, aber ich denke so, es konnte aufgrund des Wetters und aufgrund der Vorgaben eben halt wirklich ganz gut mitgegangen werden. Hm.
Wenn man da, ich bin da häufiger mit dem Fahrrad lang gefahren, logischerweise, und dann sah man ja dann irgendwann die Plakate, diese Bilder, die da entsprechend waren, und irgendwie war das ja, natürlich das ja immer so ein etwas beklemmendes Gefühl, muss ich ja sagen, wenn man da so lang fährt. Aber trotzdem ein tolles Zeichen. Wie ist es dazu gekommen? Naja, erstmal war uns natürlich wichtig, eben halt Kita ohne Kinder ist sehr traurig und wir haben die Kinder natürlich sehr vermisst. Dadurch haben wir eben halt gemeinsam überlegt, wie können wir den Kontakt zu den Familien halten, insbesondere zu den Kindern, und haben erstmal einfach das Telefon in die Hand genommen und die Kolleginnen haben angerufen. Wir haben erstmal die E-Mails erfragt, weil wir einfach gedacht haben, über E-Mail können wir dann eben halt den Kontakt halten. Und nachdem es dann die E-Mail-Verteiler gab, hat der Elternbeirat wirklich den Stein ins Rollen gebracht und hat den Kontakt, kurz vor Ostern war es, dann eben halt begonnen und hat gesagt, jedes Kind soll doch ein Bild malen als Zeichen der Verbundenheit. Und diese Bilder hängen am Zaun und den Kindern ist das auch sehr wichtig. Viele gehen da spazieren und schauen, ob ihr Bild auch noch hängt. Und das war auch schön zu sehen, so dass eben halt irgendwo der Kontakt bleibt, dass Kinder und Eltern schauen, wo ist das Bild, und dadurch eben halt einfach auch man noch weiter in Verbindung bleibt. Ja, genau. Da hat der Elternbeirat uns wirklich super unterstützt und daraus ist dann im Weiteren entstanden, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie bleiben wir in Kontakt, wie können wir den Eltern zu Hause Anregung geben, aber in erster Linie natürlich auch den Kindern etwas an die Hand geben, wenn sie jetzt nicht in die Kita dürfen, damit sie zu Hause mit ihren Eltern irgendwelche Aktivitäten machen können. Da haben wir uns überlegt, Schatzbriefe den Kindern zukommen zu lassen, und das heißt, nach Ostern haben dann Schatzkisten vor der Krippe gestanden, wo sich jedes Kind dann seinen Schatzbrief immer einmal in der Woche abholen konnte. Ja. Und dieser Schatzbrief war gefüllt mit Aktivitäten, Anregungen für zu Hause. Und auch immer eine Aufgabe, dass die Kinder etwas basteln sollten für die Fenster, damit auch da, wenn dann irgendwann die Kinder hoffentlich wiederkommen dürfen, sie sehen, aha, meine Blume, mein Tier hängt im Fenster und das ist auch wertgeschätzt worden. Da hatten sie wahrscheinlich eine fast hundertprozentige Beteiligung, nehme ich an. Das war wirklich eine tolle Idee. Das war eine schöne Sache. Ja, klasse. Ja, wir haben uns immer dann über die Post gefreut, die im Briefkasten im Krippenhaus dann kam. Natürlich. Ja, da war Kreativität gefragt und das ist natürlich eine tolle Geschichte, denn genau, es geht immer um die Verbundenheit, dass man gar nicht erst diesen Kontakt verliert. Und bei Kindern ist das ja auch immer schwierig. Eine positive Sache hatte es natürlich. Wie gesagt, dann, dass jetzt eben der Spielplatz so dramatisch das ist, wenn er nicht bespielt wird. Aber eine gute Sache ist da rausgekommen. Richtig. Die Zeit, wo die Kinder nicht dort waren, wurde genutzt und endlich konnte dann der Spielplatz erneuert werden. Die Firma Steinhage war da und hat eben halt den Kindergartenspielplatz komplett restauriert, sag ich mal, und die Wassermatschanlage und die Spielbereiche neu gestaltet, und es war genug Zeit da, dass auch der Rasen neu wachsen kann, sodass wir jetzt hoffen, dass wir den das erste Mal mähen können, hoffentlich danach nochmal ein zweites Mal, sodass dann auch wirklich der Rasen so fest ist, dass er dann auch den Kindern standhält, wenn sie wiederkommen. Ja, ja, es sieht wirklich toll aus, also ich konnte das ja dann auch verfolgen. Tatsächlich, dadurch war es dann natürlich ein bisschen einfacher als im Regelbetrieb. Das, also insofern, aus jeder negativen Geschichte wächst ja manchmal auch was Positives. Ein bisschen was Positives. Es ist auch immer so, jetzt wird ja alles ein bisschen gelockert. Und dann wurde die Notbetreuung ausgeweitet. Zunächst war das ja ganz, ganz streng. Sie haben gesagt, ein Kind. Und dann wurde es ja immer mehr ausgeweitet und immer mehr konnten. Wie ist die erstmal die aktuelle Lage und wie gehen Sie damit um? Das ist ja wirklich spannend. Wie hält man Kinder auf Abstand? So nur mal, wie bringt man das bei? Also das stelle ich mir besonders kompliziert vor. Also zu den Lockerungen oder auch zu den Hygienevorschriften war natürlich, sag ich mal, dass man erstmal zusehen musste. Es ist ja ganz langsam angefangen. Erstmal nur 5 Kinder in einer Notbetreuung. So sind 3 Gruppen entstanden, bis dann die nächste Lockerung kam, dass in den Gruppen mehr Kinder sein dürfen. Das heißt, es galt eben halt die Zeiten zu koordinieren, damit nicht zu viele Eltern auf dem Gelände sich befinden. Jede Familie hat am Anfang 10 Minuten gehabt zum Bringen und Abholen. Das wurden nach und nach dann eben halt nur 5 Minuten.
Aber es sind mittlerweile 3 Notgruppen entstanden. In der Krippe haben wir eine Notgruppe. Und man kann natürlich Kindern nicht auf Abstand halten. Das ist fatal, das zu glauben. Aber ja, man kann Kindern sehr wohl anleiten, dass sie sich dementsprechend die Hände waschen. Wir haben Experimente gemacht, um den Kindern zu zeigen, wie der Virus sich eben halt verbreitet und wie wichtig es ist, Hände zu waschen zum Beispiel. Und das heißt, das ist eben halt wichtig, dass im Alltag die Kinder einfach wissen, ich muss mir regelmäßig die Hände waschen. Die kommen in den Kindergarten oder in die Krippe und gehen sofort Hände waschen. Im Verlaufe des Vormittags werden häufiger die Hände gewaschen. Die Kinder lernen, sich in die Armbeuge zu niesen und zu husten und einfach auch anders mit Spielmaterialien umzugehen. Es werden Spielbereiche im Außenbereich wirklich auch separiert, damit die Kinder nicht mit den Kindern der anderen Notgruppe zusammenkommen. Jede Notgruppe hat einen separaten Eingang, sodass da eben halt der Abstand gewährt wird. Aber im Alltag, in der Gruppe und im Spiel bleiben Kinder nicht auf Abstand. Genau. Aber man konnte schon merken, als die Kinder erstmal kamen, dass sie das doch sehr von den Eltern auch mitbekommen haben und da auch viele Erklärungen dazu bekommen haben und erstmal verunsichert waren. Und erst nach und nach wieder in den Spielalltag auch hineingekommen sind. Ja. Wir haben ja eben gesagt, da ist ja dieser Abstand dann an einer gewissen Zeit dann schon so da. Das wird ein bisschen anders. Sie haben eben erzählt von einem Kind, das heute Morgen was gesagt hat, das finde ich ganz toll. Vielleicht erzählen Sie das nochmal. Ja, die Kinder, die jetzt mehr und mehr kommen, insbesondere hat sich heute Vormittag was ganz Schönes ergeben. Seit dem 18. Mai dürfen ja auch die Vorschulkinder wieder kommen. Da haben wir ein Vorschulangebot für die Kinder. Und da war es zunächst erstmal, dass die Kinder erstmal wieder ankommen mussten. Sehr steif waren, sage ich mal. Und nach langsam wieder jetzt aufeinander zugehen lernen, in den Kontakt gehen, miteinander spielen. Und dass man schon gemerkt hat, am Anfang war dieses Angebot 2 Stunden. Mittlerweile sind wir bei 3 Stunden. Und mehr geht es zur Normalität über. Und dass die Kinder einfach auch im Spiel verweilen. Und da hat eben halt ein Kind heute gesagt, die 3 Stunden heute, Frau Henning-Lücke, waren wie 3 Minuten. Ja. Und wo ich so denke, ja, wir sind auf dem richtigen Weg, aber es dauert auch. Und an der Stelle ist eben halt etwas, was total vergessen wird. Es geht nicht nur um Betreuung, sondern um Beziehung und Bindung. Und natürlich auch, dass dieses nicht in den Kindergarten gehen oder nicht in die Kita gehen, bedeutet, dass die Kinder auch sozial, emotional da vieles verlernt haben oder auch nicht lernen konnten. Und dass das wirklich Zeit braucht, um wieder aufzubauen. Ja. Ja, deswegen jeder Tag, der da kürzer ist, im Grunde nach hilft, weil natürlich diese frühkindliche Bildung ja auch einen ganz wesentlichen Baustein mittlerweile einnimmt. Und wenn das entfällt, dann verlernt man da schnell. Also, richtig, genau. Insofern, ab dem 22.06. haben wir ja nun gehört, das haben wir bei der Gemeinde gehört, das haben Sie auch gehört. Gehört habe ich das auch. Gibt es jetzt oder soll es eine sogenannte eingeschränkte Regelbetreuung geben. Jetzt sitzen wir da absolut in einem Boot. Wir bekommen Anrufe, wo man fragt, ja, was heißt denn das? Und sie bekommen auch Anrufe und man fragt, was heißt denn das? Und dann können wir beide nur das Gleiche antworten. Das können wir nicht genau sagen. Das ist bei Ihnen nicht anders, ne? Das können wir nicht genau sagen, denn zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich nur weiß, dass bis zum 22.06. die Notbetreuung und die Angebote, die wir jetzt anbieten konnten, wie das Vorschulangebot, wie ein Spielgruppenangebot, dass das weiterläuft. Wie es dann aber letztendlich am 22.06. umgesetzt werden soll, dazu fehlen mir jegliche Informationen, wo ich einfach hoffe, dass die nächste Woche kommen, damit ich einfach die notwendige Zeit habe, das auch wirklich pädagogisch fundiert und zielgerichtet umsetzen zu können. Genau, wir haben ja jetzt von den 101 Kindern, wie viele sind aktuell immer da? Aktuell da sind in der Krippe eine Notgruppe mit 8 Kindern, im Kindergarten die 3 Notgruppen sind besetzt mit 34 Kindern,
Zusätzlich haben wir dann ja noch eine Vorschulgruppe mit 10 Kindern, sodass wir schon eben halt bei, sage ich mal, so circa 60% sind, ja. Aber natürlich lange noch nicht bei 100%. Und die Kinder kommen ja auch noch nicht regelmäßig von montags bis freitags durchgängig in den entsprechenden Zeiten. Ja, das wird ja tatsächlich eine Aufgabe sein, die ganz besonders spannend wird für alle Beteiligten, muss man eigentlich sagen, unter den jetzigen Bedingungen, die sich ja dann auch nicht großartig ändern. Da wird man ja immer noch sehen müssen, dass die Gruppen untereinander, und dann heißt es, man soll so viel wie möglich draußen machen, ja logischerweise. Wir wissen ja, dass draußen die Ansteckungsgefahren viel geringer sind. Also da, ich glaube, das können wir vielleicht auch den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben, da können wir hier im Moment noch nichts Aktuelles sagen und gehen davon aus, dass das wahrscheinlich auch wirklich, wenn es gut läuft, in der nächsten Woche passiert. Ich hoffe. Ja, das haben wir aber schon ein paar Mal, haben wir im Vorgespräch gesagt, ein paar Mal erlebt, dass am Freitag wurde irgendwas festgezurrt, es gab irgendwo eine Regelung und am Montag sollte das umgesetzt werden und da ist man dann vor Ort sozusagen, da sind wir dann die Letzten in der Kette und wissen gar nicht genau, was ist damit immer gemeint. Gut, manchmal ließ sich das sicherlich nicht ändern und es ist ja auch nicht ganz so einfach umzusetzen, aber wir freuen uns natürlich über jede detaillierte Information, die uns frühzeitig erreicht. Natürlich. Und bei uns ist es einfach so, wir arbeiten ja offen. Also eigentlich sind alle Bereiche offen, die Kinder haben ihre Stammgruppe und sie bewegen sich im ganzen Haus. Und das bedeutet für uns natürlich, das wird nicht erstmal nicht kommen, sondern die Kinder werden in ihrer Stammgruppe betreut werden müssen. Mhm. Und da fühlen wir uns manchmal 50 Jahre zurückversetzt. Da war das nämlich noch so. Ja. Und das ist natürlich auch für die Mitarbeiter erstmal ein Prozess, sich wieder neu darauf einzulassen, Kinder in der Gruppe zu betreuen und auch die Kinder, die das ganz anders kennen. Ja, natürlich. Ja, also das wird sich wahrscheinlich noch nicht ändern. Na, spannende Zeiten, die bleiben uns auch auf jeden Fall erhalten. Freundin Lücke, möchten Sie sich noch an die Eltern möglicherweise des Gastzauberhauses wenden und ihnen noch irgendwas mitteilen oder noch irgendwas sagen oder... Ich bin total glücklich, dass die Eltern das so mitgehen und so positiv unterstützen, geduldig sind, unsere Aktivitäten und Angebote so annehmen und wirklich eben halt Fragen stellen. Aber wenn ich die nicht beantworten kann oder auch die Mitarbeiter, die nicht beantworten können, da wirklich sehr gut mit umgehen und sich einfach auch über das, was jetzt läuft, also da auch so mitgegangen sind. Ich finde das ganz großartig, das war sicherlich oder ist auch immer noch für viele Eltern nicht einfach. Und da denke ich, können wir alle glücklich sein und vielen Dank an Sie als Eltern, dass Sie die Zeit mit Ihren Kindern so auch schätzen. Denn ich denke, es hat auch was Positives, mehr Familienzeit. Und Familienzeit ist auch Qualitätszeit, aber natürlich wünsche ich mir irgendwann, sie alle wieder in der Kita begrüßen zu dürfen und hoffe, mit ihnen natürlich auch viele Feste und Aktivitäten noch gestalten zu können. Wie das dann im Einzelnen sein wird, auch jetzt mit den neuen Familien, keine Informationselternabende können stattfinden, insbesondere die zukünftigen Schulkinder werden keine Übernachtung haben, keine Abschlussaktivitäten, die man ihnen immer noch so als Erfahrungen mitgeben konnte. Und da finde ich eigentlich sehr positiv, dass die Eltern das so mitgehen und nicht in Anführungsstrichen meckern, sondern einfach das mitgehen und natürlich auch darüber traurig sind. Und ich und auch das Team ist darüber auch sehr traurig, dass es so ist, wie es ist. Aber ich denke, wir sitzen da alle im gleichen Boot und müssen einfach 2020 mit Corona so eben halt dieses Jahr so mitgehen und schauen, wie es weitergeht und hoffen, dass wir irgendwann wieder anders miteinander umgehen können, dass man sich die Hand schütteln kann und dass einfach das Mitmenschliche wieder auch mehr in den Mittelpunkt rückt. Denn das, denke ich, ist einfach etwas, was im Zauberhaus auch immer einen gewissen Zauber hatte und das ist momentan nicht da. Genau. Und was man eben besonders schätzt und vielleicht dann auch besonders zu schätzen weiß. Ja. Das, was wir besprochen haben, gilt natürlich in ähnlichem Maße auch für alle Einrichtungen, für alle Kitas in Haßbergen, die allesamt eine tolle Arbeit leisten. Ja, mal vielen Dank im Namen der Gemeinde dafür. Das ist ganz wichtig, wie gesagt, diese frühkindliche Bildung und dass unsere Kinder entsprechend so betreut werden. Und wir haben ja auch grundsätzlich immer fast ausschließlich sehr, sehr, sehr positive Resonanzen.
Also das nehmen wir hier so wahr. Also vielen Dank dafür. Machen Sie gerne weiter so und wir freuen uns alle drauf. Wenn denn wieder die Normalität voranschreitet, dann fällt uns allen ein gewisser Stein vom Herzen. Da freuen wir uns drauf, Herr Henning-Lücke. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und bleibt zu sagen, bleibt gesund.